Ja, hallo, hier aus Frankfurt. Ich bin schon mit dem Auto nach Frankfurt gefahren und stehe jetzt hier in Neu-Isenburg. Und zwar gibt es hier einen großen Park-and-Ride-Parkplatz, wo man kostenlos parken kann. Und wer sich ein bisschen in Frankfurt auskennt, weiß, dass kostenlos parken sehr gut ist in Frankfurt, weil ja, das kann schon durchaus sehr teuer werden hier. Ja, das hat direkt hier einen Straßenbahnanschluss und mit der Straßenbahn werde ich jetzt gleich nach Frankfurt reinfahren und von dort aus werde ich mal den neuen Flixtrain testen, also das Zugangebot vom Flixbus. Und zwar fahre ich mit dem jetzt nach Stuttgart. Stuttgart gibt es ein eigenes Video und von der Rückfahrt auch nochmal. Und ja, ich werde jetzt mit der Straßenbahn erstmal nach Frankfurt-Luisa fahren, von dort aus dann zum Südbahnhof, denn der Flixtrain fährt nicht in den Hauptbahnhof. Und ja, ich werde mal schauen, was Flixtrain so drauf hat, was die so können. Und ob es wirklich eine gute Konkurrenz zur Bahn ist oder eben nicht. Preislich in jedem Fall. Also für die Bahnrückfahrt habe ich mit Sitzplatzreservierung 25 Euro bezahlt, also ohne 20 Euro. Und mit dem Flixtrain habe ich 5 Euro bezahlt für die gleiche Strecke. Außer mit dem Unterschied, dass die Bahn in den Hauptbahnhof fährt. Ja. Sitzplatzreservierung gibt es beim Flixtrain nicht, erste Klasse auch nicht. Das sind schon mal zwei Punkte, die ich sehr negativ finde. Ich weiß nicht, ob sie das noch später einführen werden. Ich hoffe natürlich, dass sie das einführen werden, wobei beim Flixbus gibt es ja auch keine Sitzplätze zu reservieren. Und andere Busunternehmen machen das schon. Deswegen keine Ahnung, ob sie es noch machen werden. Ich finde es auf jeden Fall gut, aber ich werde es jetzt erstmal ausprobieren und hoffe natürlich, dass ich einen Sitzplatz bekomme und auch einen Fensterplatz, dass ich euch ein bisschen was zeigen kann. Aber jetzt erstmal auf zur Straßenbahn. We'll be right back.
uns, dass Sie für Ihre Reise heute den Mitbring genutzt haben. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, kleines Fazit. Was halte ich vom neuen Flixtrain? Also grundsätzlich sehr ähnlich zur Deutschen Bahn. Die fahren auch zum Großteil mit den gleichen Wagen. So, diese alten Interregio-Wagen, die bei der Bahn auch noch manchmal eingesetzt werden, sind da die meisten Wagen. Ja, was etwas blöd ist, dass es keine Sitzplatzreservierung gibt, aber ich habe irgendwo gelesen, es soll es bald geben, weil der Zug war echt voll. Ich hatte jetzt Glück, dass ich ein Abteil hatte und ja, das sollten sie auf jeden Fall noch ändern, das fand ich nicht so gut. Aber ansonsten war es eigentlich echt ganz gut. So servicemäßig alles gleich wie bei der Bahn, also da ist nichts Besonderes bei. Ja, und die fehlende erste Klasse ist, war jetzt in meinem Fall auch nicht dramatisch, weil es gab die zwei Wagen, es gab die zwei roten Wagen. Das war auch der, an dem ich gesessen habe, das war ein alter erste Klasse Abteil, also von daher gibt es quasi die erste Klasse sogar zum Preis der zweiten. Und ja, Zug ist schnell unterwegs. Hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er deutlich langsamer wäre. Fährt tatsächlich sogar über die Schnellfahrstrecke, was ganz interessant ist, wenn man die Fenster aufmachen kann und mit 160 durch den Tunnel rast und die kommt dann noch ein Zug entgegen. Ja, also vom Produkt her ja, vergleichbar mit einem älteren Zug von der Deutschen Bahn. Gibt sicherlich auch bei der Bahn bessere Züge, die Flixtrain im Moment noch nicht hat, beziehungsweise nur einzelne Wagen davon. Es gibt ja einen Wagen mit Ledersitzen, also einen Großraumwagen mit Ledersitzen, da haben sie ein paar von. Da war jetzt aber gar keiner in meinem Zug mit drin. Das ist dann eben Glückssache, denn Wagenreihungsanzeigen oder sowas gibt es nicht. Ja, also im Prinzip, ihr macht nichts falsch, wenn ihr damit fahrt. Und das Hauptargument ist einfach der Preis, weil es in dem Fall wirklich ein Viertel vom Bahnpreis. Und bei der Bahn habe ich wirklich den günstigsten Sparpreis gekriegt, den es eigentlich gibt. Also es lohnt sich wirklich, wenn man aufs Geld achten muss, mit dem Flixtrain zu fahren. Und wenn man nicht aufs Geld achten muss, ist es trotzdem nicht verkehrt, damit zu fahren, weil es, wie gesagt, wie ein einfacher älterer Zug von der Bahn ist.